Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Files. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Mission. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was das war. Cool aus, alles klar, kriegen wir hin. Haben wir es unterwegs? Haben wir es unterwegs? Ja, ich hoffe, dass wir nachts ankommen. Wir kriegen auch keine Ruhe. Wir kriegen hier wirklich kein bisschen was geschenkt. Na gut. So, Mission beginnen. Das ist der Helikopter. Okay. Eine Siedlung wurde angegriffen und massakriert. Die Überlebenden erzählen von Monstern, die in die Wildnis verschwunden sind. Ein gängiger Text kennen wir schon. Ja, passt schon. Betäuben können wir auch mal was. Wir haben den Vorteil, dass es tags ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann arbeiten wir hier mal mit größeren Schellen. Und auch hier arbeiten wir mit größeren Schellen. Heute ist keine Betäubungsjagd. Heute ist Töten angesagt. Okay. Halt mich. 10 und darüber hinaus, um hätten Plus hingehört, da kommen noch ganz viele andere. Oh. Yeah, toll. 3 Schuss, der steht noch. Nimm doch mal die Auto. Oh. 24, 18. Ne, dann nimm die Automatik und richte da was an. Ja, wir haben Eis erschossen. Sehr schön. Nicht, dass dem Mongo noch irgendwas passiert. darf ich mich ganz dezent zurückziehen? Dahin! Na danke, wenigstens das hat geklappt. Ach, das war jetzt auch noch die Betäubungsmunition. Wir haben ihn deshalb nur zum Bluten gebracht. Okay, der wäre mit 60% zu treffen. Die Frage ist, ob wir da hinschießen können. Ja, irgendwie. Aha. Yay. Alles klar. Wir haben den Platz gesehen. Hier ist nichts los. Das sind ganz natürliche Arktika. Die sehen immer so aus. Kein Problem, alles echte Menschen. Okay, Produktion Ratten abgeschlossen. Munitionskiste, klapprige Waffenkiste. Das kann nicht so lange dauern. Also machen wir die zuerst. Klapprige Waffenkiste. Glockpistole. Okay, perfekt. Dann eine richtige Waffenkiste. Sogar 6 Stück davon. Den fetten Zombie haben wir erforscht. Fett Zombie Autopsie. Dieser Zombie ist praktisch größer und schwerer. Seine Biochemie ist dramatisch anders als bei den regulären Zombies. Und enthält mehr hochenergetische Komponenten. In seinem Inneren haben wir auch Teile von anderen Zombies gefunden. Der frisst die also. Zombie-Evolutionshypothese. Ja, das klingt doch mal nach einem ganz lohnenden Einsatz. Das klingt jetzt echt nach einem Ziel, was man vielleicht mal erforschen sollte. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Und ansonsten sollten hier die anderen Sachen eigentlich langsam mal fertig werden. Ja, wir sind schon in der Produktion. Waffenkisten geöffnet. Beretta, Desert Eagle, Glock.
alles Kleinwaffen. Produktion einleiten. Munitionskisten. Produktion starten. 10 Stück. Jeder darf sich also 2 Kisten schnappen und aufmachen, wie Weihnachten. Ja, nee, das ist kontraproduktiv. Munitionskisten. Kleine Raketen, sehr gut. Sowas kann interessant sein. So, jetzt haben wir den Zombie, den fetten Zombie erforscht und haben keinen auf Lager. Das ist ja super. So, du. Neues Ziel. Kulthaus. Forschung abgeschlossen. Westman, Bericht. Freund Psychiater. Oder Psychiater. Ist es nicht merkwürdig, dass die Bevölkerung die Öffentlichkeit dass die Öffentlichkeit denkt, Psychiatrie ist ein Therapeut oder ein Therapeut, muss man ja sagen, der seinen Patienten Fragen stellt. Merkwürdig ist, worauf sich die Psychiatrie eigentlich fokussieren sollte, ist, dass sie Leute dass sie auf Leute fokussieren, die eigentlich keine Fragen beantworten wollen. So ist es. Ah. Nach allem Informationen zu erhalten von den Leuten, um Fragen zu beantworten, erfordert normalerweise keinen Spezialisten. Ist es nicht ein Teil, was wir als XCOM auch tun? Ja, wir stellen auch Fragen. Zum Beispiel bei den Westmen, die uns nichts sagen können. Aber immerhin. Ist kein Westman mehr da? Habe ich jetzt alle durch? Bin ich echt so weit gekommen? Yay, glaube ich. Wir tun mal so. Das heißt, wir können unsere Spezialisten in andere Sachen reinsetzen, wie zum Beispiel Zombie-Evolution. Sehr gut. Mission beginnen. Wir sind im Safehouse angekommen. Wir haben hier eine Schrotpumpe. Ein lausig Gewehr, noch eine Schrotpumpe, ein Zielgewehr und eine Pistole. Du nimmst also freiwillig die Pistole, dann kriegst du natürlich auch freiwillig die Taschenlampe. Hier sollten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Munition einpacken, weil es geht. Hier sollten wir mal schauen, dass wir andere Waffen kriegen. Boah, Kinder, ihr macht mich fertig. Na gut, egal. Wir müssen da durch. Wenn es zu schwer wird, abhauen wie üblich. Hat bei der letzten Mission ja auch funktioniert. Mhm. Haben wir jemanden, der freimütig den da erschießen kann? So. Haben wir. Erschießen. Nicht anschießen. Ach, geil. Wortklauberei. Dann würde ich sagen, machst du mal das Licht aus, kniest dich hin. Gibt es einen anderen Grund, das Gleiche zu tun? Habe ich ihn jetzt aufstehen lassen? Ich habe ihn aufstehen lassen. Hinknien, nächster Licht an. So, gezielter Schuss, wieder 100%. Schade, ich habe gehofft, dass wir ihm wehtun. Naja, einen normalen Schuss schicken wir noch hinterher. Sehr gut, dann machen wir auch das Licht wieder aus und warten auf feindliche Bewegungen
die uns zwingt, ihnen weh zu tun. Jetzt sind schon zwei in Sicht. Ja, großartig. Zieht der Schuss, den hinteren. Schnappschuss auf den hinteren. Sehr gut. Der eigentlich hätte nur Licht machen sollen, macht jetzt die Arbeit. Bin ich böse drum, dass wenigstens einer was tut. Na gut, der nächste. Wer sieht ihn jetzt nicht? Ich. Kriegen wir den? Ja. Nein. Wirklich nicht. Die zerschießen mein Auto. Mein Humvee, der hat noch keinem was getan. Er hat noch gar keine Gelegenheit gehabt. Er hat ja noch nicht mal eine richtige Bewaffnung. Es werden mehr. Freut euch. Geht hin und mehret euch. Das haben die ein bisschen zu wörtlich genommen. Einer weniger. Keiner weniger. Das kriegen wir aber auch noch hin. Was der an Kugeln schlucken kann, das ist ja erstaunlich. Schnappschuss. Mhm. Läuft. Das war gut. Und Schnappschuss hinterher. Ja, das war gut. Und wir machen das Licht aus. So, lasst uns warten. Das tut er natürlich nicht. Zwei Schritte vor. Licht aus und wir warten. Er will nicht. Na gut, nochmal warten. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal mit den Leuten nach außen schauen. Beim nächsten Mal. Der muss irgendwann da rauskommen. Naja, sollte. Könnte. Womöglich. Alles klar, Licht aus. Wir warten hier. Vielleicht ein wenig in die Richtung schauen, falls was passiert. Den letzten haben wir dort wahrgenommen. Inhocken, warten. Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht besser. Könnt ihr mal nach hinten schauen? Danke. Ah, das Wand, das macht natürlich viel aus. Ein Wunder, dass du nichts zu tun kriegst. Ja, vielleicht sollten wir dann doch einmal nach hinten schauen. Nicht, dass dann da hinten nochmal... nicht Licht anlassen, du Hornvieh. Ich bin manchmal auch doof. Kein Licht, alles gut. Irgendwo muss ja noch einer sein. Mehrere. Einer hat ja noch auf uns geschossen. Im Zeitfaktor, den die brauchen, dauert es lang genug, dass da noch mehrere sind. Und wir sind echt zu feige, ihr eigenes Safehouse zu stürmen. Und jetzt erklärt sich auch warum.
Das wird nichts. Die wollen uns nicht aufsuchen. Ich würde nur mal gerade schauen, wer geschossen hat. Nicht, dass wir jemanden nachladen müssen. Ja, gut, mach's Licht an, damit er dich auch sieht. Ordentlich. Ich bin manchmal echt... Manchmal könnte ich mich selber schlagen. Nein. Da ist ja... Material. So, Licht aus. Wir warten ab. Nimm dir doch mal das Köfferchen. Eile zu deinem Kameraden. Und drück ihm ganz viel von der Medizin in den Körper. So, nochmal Licht an. Noch mehr Medizin. So, das hat geklappt. Schön gehockt bleiben. Position. Hinhocken. Koffer abstellen. Und wir tun so, als wäre nichts passiert. Ich habe keine dummen Fehler gemacht. Aber der weiß doch, wo ich bin. Er braucht nur rüberkommen. Ne, das meine ich. Er weiß, wo wir sind. Ja, toll. Jetzt ist der andere verletzt. Wie schnell stirbst du? Eins. Okay, Koffer ist leer. Das ist auch nichts. Noch mal kurzes Licht aus. Dafür hat man mehrere Koffer dabei. Also nicht nur zum Verreisen. So, den können wir wieder abstellen. In Knien rüber schielen. Da ist das Licht. Licht wieder aus. Glaubt ihr nicht im Ernst, dass ich ihn jetzt suchen gehe, nachdem er mich schon erschossen hat? Mehrfach. Also, na endlich. Sehr gut. Einer weniger. Ob die letzten sich nicht irgendwann doch ergeben wollen? Also ich wäre dafür. Muss überlegen. Wir haben den jetzt einen ganzen Stapel Leute erschossen. Und die Überlebenden, die haben ja eigentlich nichts mehr zu melden. Außer Angst und Bange. Ist ja zahlenmäßig eigentlich schon überlegen sein. Und die müssen noch ihr ganzes Zeug hier befreien und retten. Ist nicht normal. So, es reicht. Wir verlagern die Lichtquelle. Also das auch nichts. Beim offenen Licht rumlaufen ist alles nicht so klug. Oh je, da ist ja noch ganz viel Land. Ich hoffe, ich wäre jetzt so bald am Rand eingetroffen. Nö, natürlich nicht. Wo seid ihr?
müssten mir auch eine Chance geben, euch zu erschießen. Ah, so ungefähr habe ich mir vorgestellt. Der Einzige, der so weit schießen kann. Und dem gibt man noch nicht mal eine Schusslinie. Ganz, ganz großes Kino. Licht aus und jetzt lauf zurück. Licht wieder an, in die richtige Richtung schielen. Hilft nichts. Dann ziehen wir sie mal alle zusammen. Licht, nichts zu sehen, war ja klar. So, neuer Versuch, Licht an. Aha, er sieht uns, das ist schon mal viel wert. Dann bin ich hier nicht völlig falsch. Das gibt's doch nicht. Der Feigling soll sich zeigen. Aha. So, jetzt aber gezielter Schuss. Yay! Knien, Licht aus und wir warten. Licht wieder an, er ist noch da. Machen wir einen Schnappschuss. Ja, läuft. Und ihr seid sicher, dass ihr euch nicht ergeben wollt? Frustriert. Dann nochmal die Taschenlampe aus. Taschenlampe wieder an. Decke waren wir. Da haben wir alles geschafft. Dass der Letzte aber auch keine Panik erhält, das ist echt eine ganz harte Socke. Ich glaube auch nicht, dass er im Haus ist, wenn dann eher hier drüben irgendwo. Ja, hab ihn gefunden, könnt nachrücken. Diesmal mache ich es mit Licht, weil ich selber sehen will, wo ich hinlaufe. Oder zumindest mal eine Orientierung haben will für die Leute, die hinterherlaufen. Im Dunkeln ist das echt schwierig. Licht aus, hinknien, weil er auf deine Richtung schießen könnte. So, langsam aber sicher hinterher.
Ja, na endlich. Gezielter Schuss. Hä? Hat nicht gereicht. Gezielter Schuss. Na, Schnappschuss reicht auch. Okay. Gucken. Nächster. Eine Sichtlinie. Ach so, das sind Bäume. Echt? Sehr gut. Licht aus. Ah, endlich. Was für Artefakte haben wir denn? Ah, medizinische Vorratskiste, Waffenkiste, Zyklone, Geld und ein Jagdgewehr. Gut, gut. Wenn wir zurück sind, können wir gleich mal wieder ein paar im Krankenhaus deponieren. Ja, der Mucks da. I. Sieht das aus. Diese Kreatur sieht komplett alienartig aus, aber tatsächlich ist es eine sehr stark modifizierte Koralle. Okay. Es besitzt ein simples Zentrum für das Nervensystem und ein primitives Digestive und ein primitives was auch immer. Während es der Rest seines Volumens gefüllt ist mit einem ballonähnlichen Organ mit leichtem Gas. Okay, seine Spitzen sind mit einem bestimmten Organ versehen, was hohe Stromschläge verpasst. Ja. Unangenehm. Der Kandidat. So, wir hatten hier noch ein paar Kreaturen, die wir noch nicht erforscht haben. Und wir haben natürlich auch noch die Zombies, die ich aufstocken will. Schön, wenn die schnell fertig werden würden. Großartig. Und wieder ungefähr 10% Aufstieg pro Monat. Das rechnet sich. Das erklärt, warum wir jetzt schon bei 4 Millionen plus sind bei Einkommen. Ist auch nötig. Zombie-Evolutionshypothese. Commander, unseren Analysen nach der beiden Zombie-Varianten, dem regulären und dem fetten, deuten darauf hin, dass die eine Art Evolution durchmachen. Und es passiert innerhalb der Kreaturen. Ich denke, es ist sicher zu behaupten, dass in der Zukunft noch weitere Abweichungen existieren könnten. Ich werde meine Nachforschungen fortsetzen in diesem Bereich. Aber bitte verstehen Sie, dass es sehr dringend ist. Ich muss dabei Schritt für Schritt vorgehen. In anderen Worten, wenn wir weitere zukünftige Stadien dieser Zombies finden sollten, sollten wir sie untersuchen aufgrund ihrer Evolution. Und ich meine, falls sie dann wirklich eine Evolution vollziehen. Ja gut, das können wir machen. Jetzt haben wir 5 Leute wieder zur Verfügung, die sich irgendwelchen anderen Aufgaben widmen können. Das ist schon mal gut. Dann starten wir hier mal durch mit diesen Dingen. Und diese Alienbiologie hätte ich ganz gerne mal etwas forciert. Vielleicht geht das mal voran. Der April.
Das erste Quartal ist schon durch. Der Man in Black ist erforscht. Sehr schön. Osiron. Die Osiron ist eine kriminelle Organisation, spezialisiert in allen Arten von ungewöhnlichen Sachen. Alien-Artefakten, antike Reliquien, merkwürdige Kreaturen. Sie sind gering in Anzahl und operieren dabei global, also rund um die Welt. Sie schauen immer nach irgendeinem Weg zu kaufen oder zu erlangen und zu verkaufen, was ihre gefährliche Ware zu erlangen und zu kaufen. Ihre Aktivitäten sind nicht illegal, aber sie sind eine direkte Bedrohung für die Erde. Seit sie üblich ihre Ware preisbieten und sie auch an gefährliche Organisationen wie die Alien-Kulte verkaufen. So, das war gut. Jetzt sollten wir schauen, ob wir noch ein paar Men in Black haben. Haben wir natürlich. Was wäre denn auch, wenn wir sie nicht hätten? Das wäre ja langweilig. So, weiter geht's. Eine Black Lotus Party schon wieder in indonesischen Gewässern. Ich glaube, das ist Indonesien. Der Helikopter käme auch so weit. Okay, keine Einschränkung der Bewaffnung. Für dann, wenn wir mal die Party sprengen. Wenn wir können. Ja, ich nehme noch mal einen Rookie dazu. Soll uns ja weiterhelfen. Okay, Rookies haben wir noch alle. 8 Millionen haben wir jetzt auf der hohen Kante. Das ist auch ganz gut für den Einstieg. Ah, verflixt. Das ist jetzt traurig. Unser Helikopter war ein paar Stunden zu langsam. Der Dagan-Mitarbeiter hat uns was erzählt über Harley Stone. Untersucher, Freiberufler. London trifft auf einen Detektiven, der Kaffee und Schokolade überlebt und Informationen hat. Hauptsächlich Implikationen, aber nie bestätigt. Brutaler Mörder. Grease. Working on them. Ja. Ein Untersucher. Ja. Wahrscheinlich ein Privatdetektiv, der nicht so ganz ans Recht sich noch hält. Das Übliche halt. Da haben wir nochmal einen Dispel of Dagan. Der darf sich auch nochmal untersuchen lassen. Und verhören. Und so weiter. Nochmal veraltete Kornkreise entdeckt, die natürlich schon geplündert sind. Das geht natürlich ans Gemüt. Ach komm, da kann ich wirklich nichts machen. Ein riesiger Anglerfisch, der entdeckt wurde in Australien. Die Crew hatte einen Kran gebraucht, um ihn anzuheben. Und wenn das Ding noch am Leben gewesen wäre, hätte das Boot in Stücke geschlagen. Ja. Ich habe einfach keinen Terror from the Deep. Ich kann einfach nicht diese Viecher im Wasser jagen. Gebt mir doch eine Chance. Ah, ja. Hätte ich bloß nichts gesagt. Abfangen.
Haben wir. Der kommt auf jeden Fall rechtzeitig an. Naja, rechtzeitig weiß ich nicht. Aber er kommt auf jeden Fall dahin. Mit dem Helikopter weiß ich nicht. Ich glaube, der kommt gerade so nicht mehr hin. Jetzt mal auch gucken können, aber was soll's. Nein. Wie üblich hätte ich hier ganz gerne Licht. Neues Ziel wählen. Wir wollen hier die merkwürdigen Lebensformen. Wiederum ist eine kleine Siedlung angegriffen worden. Nicht, dass es wieder die Affen sind. Ja, tödliche Waffe, tödliche Waffe, tödliche Waffe. Sowas ähnliches. Da fehlt Munition. Besser. Weißt du nicht, warum ich die Taschenlampe dabei habe, aber ich habe sie ganz gerne mal dabei. Und hier sollten wir Munition mitnehmen. Macht mehr Sinn. Okay. Okay, Ratten. Ratten kann man mit einem Schuss erledigen. Nicht so wie die Mongorne. Würdet ihr mal bitte auf die Rattentiere schießen, die euch direkt vor der Nase sitzen. Einmal dahin. Einmal dahin. Waren schon mal zwei. Im Zweifelsfall hauen wir wieder rechtzeitig ab. Sehr gut, nächster. Eine Schusslinie, das ist besser. Immer noch keine Schusslinie. Nächster. Die Frage ist, wo schieße ich als erstes hin? Ja, das ist eigentlich kein schlechtes Ziel. Jawohl. Jawohl. Einen Schuss hätten wir noch. Okay. Hätte ich mir auch sparen können, aber unverbesserlich wie immer. Töte die Monsterratte. Ja, besser. Haben wir noch was? Da hinten können wir nicht hinschießen. Also bist du auch erstmal durch. Sehr gut. War keine Schusslinie. Dann versuchen wir das nochmal. Okay. Alle durch. Wenn sie nicht zu schnell näher kommen, habe ich nochmal Zeit, um jedes von diesen Viechern zu zerschießen. Ungefähr so. Ja, abwarten, es ist noch nicht gewonnen. Aber auch noch nicht verloren. Ja, genau das meine ich damit. Wenn die zu nahe kommen, haben wir ein Problem. Und da ist jemand schwer am Verbluten. Schnappschuss. Ah, das wird nichts. Schade. Das wird auch nichts. Und dann brauchen wir einfach zu lange zum Nachladen. Das ist nicht gut. So, und damit meine ich auch, das meine ich mit nicht am Gewinnen. Die machen uns jetzt gerade richtig Dampf. Sehr gut. Nächste. Sehr gut. Okay, die Seite haben wir ziemlich unter Kontrolle. Da ist nicht mehr allzu viel am Leben. Ist nur noch du da.
keine Medizin mehr im Koffer. Oh, tödliche Wunden. Das sind zu viele tödliche Wunden. Brauche ich gleich jemanden mit Koffer? Wegbleiben. Die kommen mir zu nah. Die kommen mir zu schnell, zu nah. Wobei die Seite mit den langen Büchsen, die ist ja eigentlich schon ganz gut gesichert. Da muss ich nur langsam umschwenken, dass sie dann den Rest auch noch aufhören. Oh Gott. Ich hab's geahnt. Nee, halt. Auf die Entfernung trifft man auch so. Genau. Okay, das hat nicht viel gebracht. Hier sind nur Leichen. Das Ganze ist ziemlich abgeräumt. Bis auf die Kleinigkeit wollen wir noch jemanden sehen. Und das erledigt. Schnappschuss, ja. Das ist eins der nächsten Viecher. Ein bisschen mehr Konzentration, das ist schon besser. Nur noch durch die dicke Haut von dem Vieh kommen. Schnappschuss. Ja. So schnell werden sie weniger. Also zahlentechnisch sind sie uns ein bisschen mehr als 2 zu 1 überlegen. Aber noch haben sie einen etwas... hatten sie einen etwas längeren Weg bis zu uns. Wir sind aber schnell. Eindeutig zu schnell. Sind so ein bisschen mehr als 3 zu 1 überlegen, glaube ich. Da ist jetzt die entscheidende Frage, haben wir noch genug Feuerkraft, um sie aufzuhalten? Irgendwie nicht. Die halten Gewehrschüsse aus. Das ist nicht nett. Immerhin. Hier war nichts zu sehen. Kann man vergessen. Schießen wir auch nicht hin. Keine Zeiteinheit. Na gut, dann. Ah, halt. Geh einfach. Hör auf, den Fuß zu schießen. Ja, die ist schon tot. Danke. Ich hätte gerne noch eine mitgenommen. Dann lassen wir es halt eben. Abflug. Das nächste Mal kommen wir wieder. Heilspray, ja, uninteressant. Das hätte nicht sein müssen. Verdammt. So, Stützpunkt. Wir kaufen 2 neue ein. Die kriegen auch ihre Kevlar. Und der Hambi kriegt neues Personal. Und nochmal ein Rookie. Ha! Verflixt. Yay! Draco Aldramir. Draco Aldramir ist ein Mentalist, gehört zur Church of Dagon und ein
absolute Koryphäe in psychologischen Studien. Er wurde gefeuert aus seinem Job in einem mexikanischen Hospital, nachdem er zu aggressiv und zu manipulativ gehalten wurde, gegenüber seinen Kollegen, Patienten und Untersuchern. Die Church of Dagon hat ihn dann angeheuert als ein Experte im Gehirnwäsche und beschenkte ihn mit Psi-Fähigkeiten. Er ist extrem gefährlich und kombiniert psychologische Fähigkeiten mit Psi-Aktivitäten. Ach, großartig. Der wird mal richtig unsympathisch. So. Die Forschungen sind meist weitestgehend durch. Men in Black dauert ewig. Hier nehmen den Wolf nochmal aufs Korn. Es ist. Helikopter, da kommst du hin. Da darfst du dran. Kevlarwesten sind da. Wir kommen des Nachts an. Wir können das Safe House stürmen. Ja, keine Besonderheiten im Safe House. Guter Schütze, guter Schütze. Rot, Schrot. Ah, Schrot und Langwehr. So, mal kurz überlegen. Ich würde sagen, ja, das macht Sinn. Du gibst die Sachen ab, nimmst dir eine kleinere Pistole. Für viel Dacker-Dacker. Und wirst Lichtkönigin. Das gleiche gilt für. Es macht keinen Sinn, dass du diese Waffe hast. Du gibst mal schnell das Ding auf, nimmst dir das. Du gibst das Ding auf, nimmst dir eine Schrotwaffe mit Schellen. So. Dann gibst du dieses Gewehr auf und du hast die Hände schon leer. Machen wir nämlich hier die kleine Waffe rein. Und bei dem anderen machen wir auch die kleine Waffe rein. Genau. Und natürlich die Taschenlampen. Sehr schön. Wir werden erstmal alle hinknien. Das bei Licht aus, weil das geht nämlich grundsätzlich schief, wenn ich es andersrum mache. Und ich schwöre euch, beim nächsten Mal habe ich es wieder vergessen. Brand. Ausgezeichnet. Macht trotzdem das Licht an. Er hat ein Messer. Er schießt ihn, bevor er an dich rankommt. Sehr schön. Okay, das Gute ist. Der Feind ist zum ersten Mal etwas verschreckt. Zum zweiten haben wir hier die komplette Ecke. Das heißt, wir können so ganz schlecht umrundet werden. Hinknien, Licht aus. Hinknien. Fertig. Dich setzen wir auch noch mal nach vorne. Hinknien, kniet bereits, kniet bereits, hinknien, uff.
Hoffen wir mal, dass das Licht gut funktioniert. Nein, natürlich nicht. Ausducken. Nein. Mach. Ducken. 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 Licht an. Licht aus. Diesen Flügel sichern. Gerade Linie, diesen Flügel sichern. Auf Diagonale. So. Sich hinhocken. Okay. Da habe ich mich verklickt und es eigentlich verdient, dass meine Leute erschossen werden. Ha. Nächster. Da können wir doch glatt mal mit einem gezielten Schuss den Obermotz die Rüstung pellen. Arbeiten wir mit Schnappern. Das sollte funktionieren. Mit der Zeit. Ja, funktioniert. Okay, das war ein Meisterschuss, dazwischen durchzukommen. Könnte ich hier... Den sollte ich auf jeden Fall erwischen. Du kannst nicht sehen, oder? Ja, keine Sichtlinie. Warum auch immer, weil da ein Baum steht. Ah, verstehe. Na gut, der nächste. Wir hätten noch einen. Wir haben einen gezielten Schuss. 2, 3, 4. Ja, sehr gut. Sehr gut. Nochmals Licht hier an und aus. Hier wieder aus. Oh Gott. Hätte auch schief gehen können. So, setze ich in das Loch und warte ab. Gut, der Rest kann... sich um seinen Job kümmern. Licht an, das hat man doch gewollt. Mhm. Ja, geh darüber. So, und jetzt darfst du die Leute erschießen. Keine Sichtlinie, dann ist es mir egal. Du bleibst, wo du bist und du schnappst dir den. Super. Könnte fast meinen, das war der Plan. Hier ist nix. Hier ist was. Es ist schon wieder der Felsen. Hinknien, gezielt schießen und verfehlen. Gezielt schießen. Oh ja, das kann ich treffen. Leider nur einmal. Ja, prima. Zwei haben getroffen, aber es reicht immer noch nicht, um ihn umzuhauen. Jetzt aber. Was? Warum? Sehr gut. Licht aus. Licht aus. Au. So, der nächste. Es ist nicht zu fassen, was die einstecken können.
Jawohl. So mag ich das. Das ist nicht gut. Wenn wir nachladen müssen, ist immer ein schlechtes Zeichen. Da hält sich noch in Grenzen. Wir warten mal noch eine Runde. Nö. Und ja, da ist doch einer. Wieder ein messerschwingender Irrer. Machen wir doch mal das Licht aus. Und hier machen wir auch das Licht aus. Macht ein anderer. Dafür haben wir doch Profischützen. Wäre jetzt noch ganz schön, wenn sie treffen würden. Ja, war schon mal Anfang. Ja, vielleicht kriegen wir einen Baum gefällt oder sowas. Ja, oder den Gegner. Sehr schön. Da, jetzt haben wir das Licht an und Licht wieder aus. Alles gut. Die anderen drei haben kapituliert. Ha! Jagdgewehr. Ich brauche Jagdgewehrstreifen. Kaufen. Jagdgewehr. Munition. So viel habe ich doch gar nicht geschossen. Oh, wo wir gerade dabei sind. Jagdgewehr habe ich genug. So, sehr schön. Helikopter ausrüsten. Wir könnten hier ruhig noch ein weiteres Jagdgewehr, ein drittes, reinstellen. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Bis ich mir richtige Bewaffnung erlauben kann. Und da stellt ihr so ein bisschen das Problem dar. Richtige Bewaffnung. So. Ah, halt. Produktion. Wir haben doch bestimmt irgendwas mitgebracht. Ja. Ich hab's mir doch gedacht. So. Hat sich nicht besonders gelohnt, aber immerhin besser als nichts. Schon wieder. Ach, ich kriege die Krise. Abfang, Helikopter. Ja, ich nutze ihn sehr, sehr oft. Einleiten, dann haben wir hier noch mal ein Medizinkoffer. Sollte der auch in einer halben Stunde fertig werden. Stims, sehr schön, kann man verkaufen. Und das war's schon wieder. Mehr haben wir nicht. So, personeller Nachschub. Hier werden wir noch mal zurückfliegen. So, und wieder hinfliegen. Mit etwas Glück bin ich jetzt auch in der Nacht da. Yay, yeah, Alienbiologie erforscht. Alienbiologie. Unsere primäre Suche oder Forschung zeigt, dass Alien DNA haben, die unserer ähnelt. Und doch so unterschiedlich, dass wir
davon ausgehen müssen, dass es außerirdischen Ursprungs ist. Oder aus irgendwelchen unerforschten Zeiten der Vergangenheit kommen. Darüber hinaus sind Fragmente oder Scheinfragmente hinzugefügt worden zu sein. Wahrscheinlich von erdlichen Organismen entfernt und dort entsprechend eingefügt. Das hilft den Aliens dabei, sich an die Bedingungen anzupassen. Aber es ist immer nur kurzfristig und unvollständig. Irgendwas mit der Immunität, also geringe Immunität gegen die örtlichen Einflüsse. Aliens können nicht lange auf der Erde überleben. Dafür gibt es diese speziellen Arrangements. Und sollte beim am lebenden Objekt erforscht werden. Ja, dankeschön. Außerirdische Klimazelle und Alien Biologie, Biochemie. Das ist klar, dass wir dann doch die Klimazelle, da ist sie schon, forschen müssen. Mit nahezu allen Kräften. Auch wenn wir hier den gigantischen Käfer jetzt mal erforscht haben. Ui! Diese nahezu eklige Kreatur ist ein unerschrockener, wenn nicht primitiver oder rückständiger, wenn nicht primitiver Jäger. Es hat Geruchssinn. Und das erlaubt ihm, große Tiere zu jagen. Diese Rieseninsekten würden normalerweise nie auf der Erde überleben. Außer mit dieser hocheffizienten Blutzelle, die es ihm erlaubt, unnatürlich große, großen Körper zu entwickeln. Seine Hauptschwäche ist Feuer. Es ist aber auch anfällig für Chemikalien, sowie Insektenspray. Ja, da sind wir jetzt dran. So, wir sind beim Safe House. Da können wir auch kurz mal landen. Und uns schon mal vorbereiten. Gewehr, 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 Gewehr. Hat sich nichts geändert. Pistolen, das passt auch noch hervorragend. Wunderbar. Und genau hier werden wir in der nächsten Folge durchstarten. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.